Hallo, ganz kurz hier eine Frage beantworten. Ich bin gefragt worden, wie funktioniert das eigentlich mit Silber- und Goldmünzen wieder verkaufen? Wie mache ich da Gewinn und wie funktioniert das alles? Ganz kurz dranbleiben. Bei diesem Video erkläre ich mal ganz kurz anhand eines Beispiels, wie das funktioniert. Bis gleich. Tschüss. So, ich denke mal hier immer ein gutes Beispiel nehmen. Mal angenommen, du bist jetzt Münzsammler und hast dich ja, spezialisiert auf 1 Kilo Münzen oder Silbermünzen, ja, Sammlermünzen. Und hier gehen wir jetzt mal zu einem meiner Gold meiner Edelmetallhändler hier und als Beispiel jetzt mal diese Münze sozusagen. Mal angenommen, du hast diese Münze. Diese Kilomünze im Jahre 1999 gekauft. Jetzt lassen wir mal kurz den Silberpreis weg, weil natürlich damals die Münzen alle grundsätzlich wesentlich günstiger waren, aber natürlich auch damals noch D-Mark natürlich auch viel mehr wert war wie heute der Euro. Aufgrund der Inflationierung und der Währungsreformen. Also deswegen lassen wir mal dieses ganze Thema weg, mit welcher Währung, wie viel ist die Währung wert und zwar. Also das ganze Währungspapiergeldthema lassen wir jetzt mal einfach außen vor. Es geht rein nur darum, wie kaufe ich, verkaufe ich, also clever und smart Münzen, ja, sagen wir mal nach 10 Jahren, nach 20 Jahren Haltedauer, sodass ich dann auch letztendlich einen Gewinn habe, wenn ich den denn unbedingt jetzt verkaufen will, ja, also wenn ich es nicht auf ewig halten will, das Zeug, ja, und vererben auf 50 Generationen. Weil so richtig unbezahlbar werden Münzen natürlich erst, wenn du so länger hältst, wie sagen wir mal 100 Jahre oder sowas, ja. Ja, es ist nun mal so, Leute, ja. Ansonsten reden wir immer nur vom aktuell vom Materialwert und der schwankt natürlich immer im Verhältnis zur aktuellen Währung, ja, die halt gerade in dem jeweiligen Land halt herrscht und ob eine Inflation oder eine Deflation und so weiter. Also das lassen wir mal alles weg. Es geht rein ums Münzen. Tauschen, sammeln, halten und so weiter. Also in Form von Antiquitäten. Ja, also wenn du da zum Beispiel auch ein Business aufbauen willst oder sowas. Also, jetzt nochmal zurück zum Thema hier, ganz kurz. Ich will das Video wirklich ganz kurz nur machen, weil das Thema ist einfach nur ein kleines Seitenthema von vielen Themen, die ich hier auch künftig auf meinem Mission Millionär-Kanal, also quasi Online-Business und so weiter, machen will. Hier. Du siehst also hier, wenn du heute diese Münze hier ist kaufbar innerhalb Lieferzeit, Lieferzeit innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Und ich muss mal hier ein bisschen lauter werden, weil sonst schlafe ich noch ein. 1.090 € wenn du sie kaufen willst. Und wenn du hier sozusagen die Münze jetzt hättest, würdest du sie verkaufen wollen. Mal angenommen, du hast die Münze 1999 gekauft. Ja, 1999, 20 Jahre lang gehalten und jetzt kriegst du dafür sozusagen 650 €. Würdest du sie kaufen wollen? Ja, müsstest du 1.090 € bezahlen. Also ein riesen Abschlag oder also mal Arbitrage. Ja, Abschlag ist so ein komisches Wort. Das kann man vielleicht nicht richtig zuordnen in dem Sinne. Ich würde mal sagen, das ist die Arbitrage. Die Arbitrage ganz einfach. Ja, davon lebt nun mal der Edelmetallhändler. Der muss seine Miete zahlen. Der hat zum Beispiel der hier, der hat in Erding einen riesigen Safe dort halt. Ja, also ich will jetzt hier die nicht zum Target machen oder sowas, aber es ist halt auch kein Geheimnis. Du kannst dort deine Bestände dort sehr, sehr günstig. Ja, ich mache eher Werbung für die einlagern. Ja, ich glaube, die haben auch noch irgendwas in Liechtenstein und irgendwo anders noch, glaube ich. Aber auf jeden Fall haben die jetzt seit geraumer Zeit, seit ein paar Jahren auch in Erding dort die Möglichkeit. Und ich finde es einfach super, weil du dann einfach nicht irgendwie eigene Safes kaufen musst und so und einfach das Risiko nicht hast. Ja, dass irgendwie deine Hausratsversicherung in die Höhe schnell, wenn du mal ein bisschen mehr Münzen hast oder was, einfach da in Erding, einfach dort quasi sehr, sehr kostengünstig halt lagern in den ihren Safes, dann ist es gleichzeitig auch versichert und du hast, ich sehe gerade, mein Keyboard ist kaputt, irgendwas fehlt da.
kein Risiko und einfach den meisten größten Spaß. Und wenn du zufällig auch noch in München wohnst, so wie ich, dann kannst du da jederzeit hinfahren und dir das anschauen. Und wenn du unbedingt deine Bestände immer wieder mal anschauen möchtest oder begrapschen möchtest oder was auch immer, das ist ja jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall, es geht hier um den An- und Verkauf. Also wenn du es jetzt einmal so anschaust, dann macht das Ganze eigentlich gar keinen Sinn für dich, weil du hast das Ding irgendwie 20 Jahre gehalten und würdest jetzt nur quasi die Hälfte quasi von dem bekommen, was du jetzt sozusagen als Einkaufspreis momentan die Edelmetallhändler dafür bekommen würden. Würdest du jetzt als Privater oder Hobby-Sammler oder was auch immer du dich nennst oder bist, bekommen. Und das ist eben genau der Punkt. Du musst jetzt schauen, ja, jetzt so nach 5 Minuten Video mal endlich zum Punkt kommen. Du musst dich natürlich, ja, weil ich die Frage gestellt bekommen habe auf Facebook, in meiner Gruppe, du musst natürlich dich in jetzt die Fußstapfen des Händlers begeben, ja. Egal, ob du jetzt Privatperson bist, Sammler, Hobby-Sammler, was auch immer. Du musst jetzt sozusagen so agieren, dich in die Position des Händlers setzen. Das heißt, wenn du jetzt diese Münze verkaufst, ja, nach 20 Jahren Haltedauer, dann ist nicht der Artikel Verkauf 650 Euro der Preis, den du verlangst, bekommst, Maximum, ja, jetzt bei dem Händler, und das ist ein sehr, sehr guter Händler, der mit guten Preisen, ja, das ist wirklich so, sondern das hier ist dein Preis. Das hier ist dein Preis, 1090 Euro, und zwar nicht Maximum, sondern Minimum. Und wie machst du das? Indem du einfach auf andere, auf Messen und so weiter gehst. Die sind natürlich jetzt alle geschlossen. Das heißt, du musst jetzt ausweichen auf eBay und so weiter. Ja, eBay, Amazon und so weiter, die dort Konten eröffnen und so weiter. Und wenn du das letztendlich dann in einem größeren Umfang machen willst, das mit anderen Worten, wenn du natürlich jetzt Sachen verkaufen willst, die mehr wie 2000, glaube ich, wert sind oder sowas, dann musst du da halt Profikontos eröffnen und so weiter und das Ganze halt ein professionelles Business draus machen, ja, und auch anmelden und so weiter. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber jetzt einfach nur mal so: Du musst dich vom Mindset her, von deinem Kopf her, mindestens 1090 Euro verlangen. Du kriegst wahrscheinlich noch mehr, wenn du jetzt so wieder einen anderen Sammler findest, der eben das unbedingt haben will. Ich meine, das war eine Auflage von ungefähr 2000 Stück, ja, und das Ganze 20 Jahre her. Also, dass du jetzt, wenn du die jetzt haben wollen würdest, dass du die jetzt so einfach bekommst, ist natürlich ja, eben nicht so einfach. Und deswegen ist sie ja auch, letztendlich hat sie ja auch einen Aufschlag von fast 100%. Ja, und daher rührt es. Und wenn du jetzt in der Lage bist, dass du das Ding loswerden willst, und natürlich so, sagen wir mal jetzt in Anführungsstriche, nicht böse meinen, also einfältig bist und alles, die einzigste Möglichkeit, wo du das eben loswerden könntest, irgendwelche professionellen Edelmetallhändler siehst, dann wirst du natürlich hier sozusagen dem die Arbitrage in die Schuhe schieben. Ja, also die Arbitrage ist Gewinnspanne. Ja, nur ganz kurz jetzt auch nochmal das deutsche Wort dafür. Und du musst dich aber jetzt sozusagen zum Edelmetallhändler im Kopf natürlich dann transformieren, ja, damit du eben diese Arbitrage, diese Gewinnspanne ja einfährst. Denn du hast dir das Ding 20 Jahre gehalten und nicht umsonst willst du natürlich auch entsprechend Gewinne machen. Und ich glaube, bis zu 2000 oder irgendwie so private Grenzen und so weiter, ja. Ich glaube, momentan ist es 2000 Euro oder was, dann musst du es auch nicht als Gewinn anmelden. Also, es ist immer noch das Tafelgeschäft, also noch gilt es, ja. Und ich meine, du hast das Ding ja auch quasi eine halbe Ewigkeit gehalten. Also, wenn du da jetzt auch noch wieder Steuern zahlen müsstest, das wäre ja wirklich das Letzte. Aber es wird wahrscheinlich auch noch kommen. Also, ja, da wollen wir jetzt auch nicht drüber sprechen, auch wieder ein anderes Thema. Aber so funktioniert das, ja. Geh auf eBay, geh auf Amazon, geh auf irgendwelche Edelmetall Händler. Wenn die Messen jetzt, das wird jetzt alles wieder normalisiert, die Messen wird es nächstes Jahr auch wieder geben und da kannst du dann sozusagen schauen, dass du das Zeug loswirst. eBay ist recht cool. Da habe ich schon von einigen gehört, dass man da gute Preise kriegt. Amazon ist halt wesentlich moderner, auch von der Handhabung her und so weiter. Also ich finde Amazon mittlerweile fast noch besser. Da kannst du ja auch alles verkaufen. Ja, also da gibt's, das ist grenzenlos. Ja, du kannst alles machen in Amazon mittlerweile. Ja, du kannst handeln, traden, alles. Ja, also
Ja, du könntest quasi dein eigener Edelmetall sozusagen Händler werden. Ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Lizenz braucht oder sowas. Aber rein nur Amazon als die Plattform nutzen. Ja, also gar keine eigene Webseite bräuchtest du oder sowas, ja. Dann hättest du wieder den Nachteil, dass natürlich deine ganzen Kundendaten bei Amazon gespeichert werden und nicht bei dir und so weiter. Aber das sind wieder andere Themen. Also es gibt 10.000 weitere Themen, die du hier vielleicht dir noch reinziehen könntest, müsstest. Aber jetzt einmal nur so vom Prinzip her, wo dein eigentlicher persönlicher Gewinn ist, wenn du jetzt halt dieses Video ist zielgerichtet, also ganz zielgerichtet an Personen, die eben das Ganze hobbymäßig machen, die sich nicht so gut auskennen, vielleicht auch ältere oder auch ältere Leute, ne? Also wenn jemand das Ding 20 Jahre hält, ist er auf jeden Fall mal 20, ist er auf jeden Fall mal 40 Jahre alt. Und das sind eben die Leute, die sich aber mit dem ganzen Internetzeugs noch nicht so gut auskennen und da eben ganz viele Fragen haben. Und ich sehe immer wieder auch Leute hinlaufen zu diesen kleineren Edelmetallhändlern, die ja noch schlechtere Preise haben. Also da hast du noch mehr höhere Aufschläge, weil die einfach noch mehr Geld rausziehen wollen, auch von der Masse her. Das heißt nicht so, dass Auragentum jetzt hier keine Gewinne machen will, ganz im Gegenteil, sondern die haben einfach ganz andere Massen. Ja, und es ist halt immer so, auch wie bei Amazon, die Anbieter oder ja, das Geschäft mit das höchsten Volumen kann natürlich da auch insgesamt also die Kosten für je Produkt, ja, dann eben umlegen, die Fixkosten und das alles und insgesamt hast du hier einfach bessere Preise. Wenn du dir jetzt zum Beispiel hier jetzt ganz kurz noch langsam wird es jetzt wieder interessant, sich wieder Münzen insgesamt zu kaufen, weil die Abschläge einfach hier immer weniger werden und so weiter. Es sind immer noch hoch genug, ja, bei den Anlagemünzen, aber ja, jetzt bin ich natürlich wieder raus. Die ganze Scheiße hier wieder weg. Ja, auf jeden Fall Angebote, Neuheiten. Hier immer auf Angebote gehen, da sieht man schon, dass das Ganze ziemlich ausverkauft ist. Aber auf jeden Fall immer wieder wert, da mal raufzuschauen. Das ändert sich jede Woche. Ja? Also jede Woche da mal draufschauen. Und ich gebe dir wirklich einen guten Tipp, weil so ab und zu habe ich schon mal Tipps gegeben und wollte mir dann selber noch eine kaufen, irgendwie ein besonderes Angebot oder sowas. Und da waren die plötzlich ratzfatz ausverkauft, nachdem ich das Video gedreht habe und online gestellt habe. Aber mal so ist das Leben. Ja? Und man muss halt zuerst einkaufen und dann das Video drehen. Aber ich möchte halt auch anderen irgendwie ein paar Tipps geben. Es sind ja alle anderen auch was davon haben und mit meinen paar Euro da, die ich mir zusammenspare. Ne? Also ich muss schon ein halbes Jahr sparen, bis ich mal wieder irgendwie ein paar Piepen übrig habe, dass ich mir wieder so eine Münze kaufen kann hier für ein paar Euro. Jetzt langsam wird es ja wieder interessant. Hier jetzt sind wir schon auf 1550 sowas runter. Ne? Ich nehme an, dass wir dann nochmal Huni nochmal runterziehen bis August. Bei den Sammlermünzen eine Unze Gold, bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch ein bisschen runter geht, weil die ganzen Gelder halt einfach jetzt krass krank, richtig krank in die Aktien reinfließen. Ja, also nach dieser L-förmigen Hosse da, die da gerade stattfindet. Das kann sich im Herbst dann schon wieder ändern, ja. Also, weil dann kommen so ein Haufen Sekundäreffekte, also die ganzen Nachzügler-Effekte negativer Art, ja, unserer Realwirtschaft, ja, das wird dann nochmal so ein bisschen holprig werden nächstes Jahr. Oder sagen wir mal in Q3, also sagen wir mal Herbst 2020 und so weiter und so weiter. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt bis die nächsten 10 Jahre eine Hosse haben werden mit Friede, Freude, Eierkuchen. Ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei weniger als wie 50%. Ja. Ich bin ja auch nur ein kleiner Popel, der irgendeine Meinung hat, aber Leute, das wäre schon Zauberei, fast würde schon an Zauberei grenzen. Und von daher die Gelegenheit wahrnehmen. Ich meine, Edelmetalle werden auf jeden Fall auch die ganze Geldpumperei da, die da stattfindet, also diese ganze Gelddruckerei und so weiter, so als Gegenwert, also sozusagen als Gegenpol, ja, deines Portfolios einfach mal dann ein Konto eröffnen. Du kannst hier ein Edelmetallkonto eröffnen, hier oben. Ich krieg dafür nichts und so, gell? Die wissen gar nicht, dass ich das Video mache. Also da gibt es auch keine Affiliate-Links und so weiter. Ich will einfach nur, dass die Leute einfach gute Preise kriegen, dass sie sich sozusagen gut schlafen können. Ganz besonders die Münchner und die Bayern. Ja, also wenn du jetzt sozusagen mal so ein bisschen im Speckgürtel von Bayern lebst, das ist auch okay. Kannst ja trotzdem hier online das alles machen.
Aber ja, also das ist, also ich finde das wirklich cool. Mit dem Edelmetallkonto, dann kriegst du die haben, glaube ich, sogar eine Art Girokarte oder sowas, ja. Die haben das jetzt mittlerweile auch ein bisschen ausgebaut. Und was halt super richtig cool ist, ist halt das Ding in Liechtenstein, weil du halt sozusagen, wenn du zum Beispiel jetzt zwei hast, ja, das ist sozusagen der ultimative Profi-Tipp. Wenn du dir ein Depot eröffnest bei denen, wo du deine physischen Edelmetalle reinlagerst, in München, in Erding, und dann halt sozusagen in Liechtenstein, weil dann bist halt super diversifiziert, ne? Das ist halt echt geil. Und recht viel weiter weg wie Schweiz oder Liechtenstein möchte ich als auch nicht irgendwelche Konten machen. Also in irgendwelchen Ländern, wo ich dann 10 Stunden hinfliegen muss und sowas, das taugt mir gar nicht. Ja, und wo die Leute irgendwelche Sprachen sprechen und dann irgendwelche Diktatoren und was weiß ich, sich dann irgendwas ändert. Also ich finde es einfach hier solide, sicher und toll und heimisch und recht viel weiter weg werde ich meine Sachen auch nicht geben. Und ja, also Liechtenstein ist ein super Ort und du kannst hier einfach, also das ist ja alles ganz offiziell, es ist auch kein Hexenwerk, es ist auch kein Geheimnis, es ist auch zu 100.000% alles legal und super top und seriös. Und schau da einfach mal, wenn du hier in der Nähe bist, einfach da bei Erding vorbei, die sind umgezogen, einen super neuen Laden haben die da, also wirklich hochmodern, richtig schick und safe und sicher, ja. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ne? Okay, also wichtig mit dieser, wie verkaufe ich am besten meine Münzen und das ganze Zeug. So gern ich die mag, ja, und du hast so Sammlermünzen, geh nicht zu denen, weil da kriegst du einfach nur letztendlich nur den Silberwert raus, ja, und nicht den Sammlerwert, da musst du einfach an Private, sondern an Sammler wiederum verkaufen, die dir eben auch den Mehrwert bieten, ja. Weil das sind halt schon wirklich krasse, 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 krasse Unterschiede. Schau mal hier nochmal hier. Ich zeige einfach nur das, weil die gerade verfügbar ist. Die haben die halt für 6,50 eingekauft und verkaufen sie halt jetzt für 1.000 €. Ja, und das ist ja das, was du eigentlich, diese Arbitrage nochmal, diese Gewinnspanne, solltest ja du eigentlich einschieben. Ja, und wenn wir mal angenommen, du hast jetzt 10 Stück davon, dann sind es ja immer ein 6.000 € Unterschied, knapp 5.000. Und ja, also so leid es mir tut für Auragentum, schau, dass du es bei eBay loswirst. Okay, so, jetzt gewesen, bis zum nächsten Mal, tschüss.